Also die Idee war, hier zwei Künstler gemeinsam hinzubringen, die beide ein Thema haben, was sich um Wertschätzung dreht, was sich um den Markt dreht, was sich um eine Hassliebe zum Konsum letzten Endes auch dreht. Bei Peter Fahlefeld eher auf der Ebene des Kunstmerchandising, bei Stefanie Sänger auf einer allgemeineren Ebene. Man kann ja vielleicht generell sagen, dass es ein Charakteristikum ist von vielen Positionen zeitgenössischer Kunst, dass die Künstlerinnen und die Künstler sich einlassen auf einen ganz anderen Bereich der Gesellschaft, sodass man eben so einen Abend wie heute nennen kann, Kunst und Konsum, oder andere Abende könnte man nennen, Kunst und Politik oder Kunst und Wirtschaft oder Kunst und Medien. Das heißt, Künstler heutzutage verstehen sich vielleicht anders als ihre Vorgänger in der klassischen Moderne, nicht so sehr als diejenigen, die jetzt aus einem Neuanfang heraus die Welt ein zweites Mal ganz von vorne schaffen wollen, sondern eher als diejenigen, die auf einen anderen Bereich eben zugehen, die darüber reflektieren wollen, was da eigentlich stattfindet, wie das, was woanders stattfindet, in ihren Möglichkeiten als Künstler beleuchten wollen und die damit uns als Rezipienten, als Betrachtern helfen, selber uns neu ins Verhältnis zu setzen zu so einem anderen Bereich. Es gibt ja auch nicht wenige Kunsttheoretiker, die davon sprechen, dass die Kunst sich in den letzten Jahrzehnten sehr stark angenähert hat, eigentlich auch der Philosophie, dass es also hier sehr stark um Reflexion geht und eben nicht so sehr um eine Creatio ex nihilo, wie das in der klassischen Moderne noch zumindest das Ziel war. Jetzt haben wir es hier also mit zwei Künstlerpositionen zu tun, wo Phänomene unserer omnipräsenten Konsumwelt angeeignet, reflektiert, verhandelt werden. Und ich finde es sehr reizvoll, jetzt in dieser Kombination das heute zu besprechen, weil man, glaube ich, sowohl Ähnlichkeit als auch Unterschiede sehr gut bemerken kann, wenn man Stefanie Sänger und Peter Fahlefeld einander gegenüberstellt. Ich würde ganz gerne beginnen mit Peter Fahlefeld. Wurde ja schon angesprochen, ihr Hintergrund über dem Buffet, von dem einige von Ihnen ja auch schon zugesprochen haben, glaube ich, sind einige seiner Werke zu sehen aus einer Serie, die sich ja mit so einem speziellen Bereich unserer Konsumwelt beschäftigt, nämlich mit dem Kunstmarkt. Auf den ersten Blick sieht man gerade erstmal nur gestische Malerei. Auf den zweiten Blick sieht man, dass diese Malerei gelegt ist in mehreren Schichten über Vorlagen, wo man noch einzelne Worte, einzelne Bildfetzen erkennen kann, wo man einen Begriff wie Art Fair lesen kann, also Kunstmesse, wo man Christie's lesen kann, also Verweis auf ein großes Auktionshaus, wo man erkennen kann, dass hier vielleicht ein berühmtes Kunstwerk wie von Van Gogh, was in vieler Weise zur Ware geworden ist in allen Museumsshops, hier noch einmal auch durchschimmert durch die Schichten. Also hier ist dann die Grundlage für die Bilder im wörtlichsten Sinne offenbar ja eine Werbeästhetik, eine Ästhetik, wo die Kunst selber von der Werbung erobert wurde. Und die Frage wäre, möchtest du diese Eroberung der Kunst durch das Marketing wieder rückgängig machen oder willst du da die Werke wieder freilegen? Willst du vielleicht einfach auch protestieren gegen das, was passiert? Diese gestische Malerei wirkt ja durchaus auch aggressiv. Man könnte ja auch bald von einem Ikonoklasmus sprechen, dass diese Werbeästhetik erstmal auch gestört oder gar zerstört wird. Oder wie würdest du das selber beschreiben? Was ist dein Impuls? Übermal das, also ich relativ auch brachial. Und in diesem Zusammenhang ergibt sich dann eben das analog oder digitale, die analog-digitale Auseinandersetzung mit dem Thema, die dann eben, okay, Vincent van Gogh wird dann erweitert um den Kunsthistorie, um das Marketing und um den Kunstmarkt. Und daraus entsteht das Bild, was letztendlich nachher, wenn man sich die Bilder anguckt, nichts mehr mit, nicht unbedingt mehr mit Vincent van Gogh zu tun hat, man erkennt. Aber das Vorgegebene bleibt ja insofern noch präsent, als soll die emotionale Grundlage liefert für die Malerei. Genau. Also gehe ich recht drin, dass ich da Wut erkenne? Da ist eine gewisse, was mich ab und zu nervt, ist das ganze Kommerzielle. Du musst für alles mittlerweile Geld zahlen, überall wirst du zur Kasse gebeten, auch unter anderem bei den, in den Museen in London mittlerweile musst du vorbestellen, wenn du nach London fährst, für ein Online-Ticket, weil du nicht mehr reinkommst in die Ausstellung. Okay, so ist es eben, aber es macht Spaß, eben das zu nehmen,
zu entfremden, zu übermalen, zu zerstören, auch relativ, relativ brutal mit Schleifgeräten, Schleifmaschinen. Und was meinst du, würde Van Gogh zu deinen Bildern sagen? Der wäre wahrscheinlich wahnsinnig traurig. Warum? Frage, also, der wäre wahrscheinlich wahnsinnig traurig, wahrscheinlich auch Cy Twombly, wenn er sehen würde, wie er im Museumshop durchdekliniert wird, weil auch ein Vincent van Gogh wahrscheinlich nicht unbedingt jetzt herrschaftlich gelebt hat und auch ein Cy Twombly intellektuell nicht darauf aus war, dass man ihn in T-Shirts verballert. Und da findet eben eine gewisse Profanisierung statt, die ich feststelle, die mich interessiert und mit der ich dann malerisch umgehe. Auch natürlich mit Videoclips umgehe oder auch mit Internet. Machen wir mal einen Schwenk zu Stefanie Senge. Sie sehen hier auf der Projektionswand einige Reproduktionen einiger Malereien, einiger Gemälde von ihr aus einer Serie, die heißt Konsumkonstruktivismus. Und auch hier kommt jetzt etwas aus der Welt der Konsumästhetik zusammen mit einer letztlich ja, Tradition der Malerei des 20. Jahrhunderts. Hier ist es jetzt nicht die gestische Malerei, sondern eben der Konstruktivismus. Und Stefanie Senge hat jeweils originale Produkte, oft Markenprodukte wie Ritter Sportschokolade oder Billy Boy Kondome beispielsweise in diese Bilder eingearbeitet. Und auf den ersten Blick sieht man natürlich, es ist eine ganz andere Bildsprache als bei Peter Fahlefeld. Daher die Frage, ist auch die Intention eine ganz andere? Worum geht es dir, wenn du hier diese Konsumprodukte so zusammenbringst mit einer Version von abstrakter Kunst des 20. Jahrhunderts? Also hier sieht man gerade welche. Ich sammle schon seit über 15 Jahren Konsumprodukte, habe eine sehr große Sammlung. Egal wo ich in der Welt bin, gehe ich immer erstmal in den Supermarkt und kaufe eben Produkte, die Sie hier auch in diesen Arbeiten sehen. Ich habe eine gewisse Hassliebe zu dem Konsum. Also ich bin in den Wohlstand hineingeboren worden, in den Konsum und versuche damit zu leben. Es geht ja auch darum, so ein Stück weit deutlich zu machen, dass vieles aus der heutigen Konsumästhetik ursprünglich mal aus der Kunst stammt. Also ein berühmtes Beispiel wäre die Tüte von Aldi, die von Günter Guttrum gestaltet wurde. Und zu zeigen, dass sich eigentlich auch einiges eben aus der Konsumästhetik letztlich verdankt, Errungenschaften der modernen Kunst. Aber sondern, dass hier so eine Art von Transfer stattgefunden hat und du führst das wieder zurück. Also auch so eine Rückwärtsbewegung, wie wir das bei dir auch feststellen konnten, wieder etwas an einen Punkt zu bringen, von dem es mal ausgegangen ist. Ja, also wenn als Künstlerin heutzutage, die Werbung ist sehr massiv, die hat natürlich schon seit Jahren viel von der Kunst kopiert, das sieht man überall. Und ich bin natürlich Konsumkünstlerin und beschäftige mich sehr mit der Werbung, finde es auch sehr interessant und oft ist die Werbung auch viel besser wie eine Kunstaktion, gar keine Frage. Und trotzdem muss ich mich natürlich dazu verhalten als Künstlerin und hier zum Beispiel bei der Arbeit hier, diese Konsum... Ganz kurz sagen, die Werke sind in live zu sehen in der Galerie Tarnet im Moment, wenn jemand Interesse hat. Ne? Das ist richtig, auch richtig. Und zur Eröffnung von dieser Ausstellung habe ich eine Leinwand-Demo gemacht, Protest, frisch aus dem Supermarkt. Und mir ist jetzt ungefähr seit 5 Jahren fallen mir oft Werbungen und Aktionen ein von der Wirtschaft, die mit Sprüchen werben, die eigentlich sehr idealistisch sind zum Teil. Zum Beispiel hier Luxus für alle. Damit wirkt diese. Und das ist nicht meine Idee, sondern es sind wirklich ganz klare Werbesprüche in, genau in dieser Art und Weise. Und die habe ich einfach kopiert und auf diese weißen Leinwände übertragen. Das ist für mich jetzt auch wieder eine Art und Weise, wie ich das über die Kunst wieder auf die Straße bringe. Und ich will es vor allem in einen wertefreien Kreisgebiet bringen. Kunst ist ja einfach eine wertfreie Zone. Jeder kann es gut oder schlecht oder finden, wie er will. Und Konsum, darum geht es mir auch, Konsum einfach mal wertefrei zu betrachten. Nicht zu sagen, das ist geil oder das ist scheiße, sondern einfach sich das mal wertfrei anzuschauen, so wie die Kunst auch. Hier geht es ja auch wieder um so eine Art Rückführung. Eigentlich kommen die Sprüche ursprünglich mal so aus politischen Bewegungen, kommen sozusagen von der Straße, sind im Supermarkt, in Werbeanzeigen gelandet und du holst sie wieder zurück an ihren ursprünglichen Ort, bringst sie wieder auf die Straße in dieser leicht verfremdeten Form, alles in dieselbe Format, in dieselbe Farbe gebracht und damit, aber wie sagst du, willst du es wertvoll machen, aber damit bringst du ja jeden, der das jetzt sieht, so eine Demo auf der Straße, selber mal drüber nachzudenken, was da eigentlich
in unserem Marketing-Lab passiert, aus welchen Bereichen man sich da bedient, welche Themen da angesprochen sind. Also das ist ja genau so ein Akt der Reflexion, der damit eigentlich notwendig wird für jeden, der damit konfrontiert wird. Ja, natürlich, ich glaube, mir geht es auch um die Idee des starken Konsumenten und ich bin der Meinung, wir sind alle starke Konsumenten. Und mir geht es eben auch einfach um diese Haltung, dass wir alle selbstbewusst damit umgehen und uns hinstellen und nicht immer mal hoffen, sind die Opfer der Konsumgesellschaft. Davon halte ich ehrlich gesagt nichts. Und diese ganzen Sprüche, die da drauf sind, oder alles, was auf diesen Konsumprodukten sind, Liebe oder Energie, sind ja alles Sachen, die wir selbst wollen. Hier im Museumsshop Hassliebe oder nur Hass angesichts all dieser Van Gogh-Servietten und Mauspads und anderen Merchandising-Artikeln. Mittlerweile kommt man in die Museen ja nicht mehr rein. Das heißt, ich komme nur noch in die Museumsshops. Ich muss sagen, ich finde es teilweise entzündend und bizarr. Und die Idee jetzt in der Malerei, auch in Digitalprojekten, auch in den Videoclips, ist, das Ganze, die Malerei steht für sich, aber in den Videoclips das Ganze absolut ad absurdum zu führen. In Barcelona stehen die Leute dann 12 Stunden in einer kleinen Gasse an, um in den Museumsshop Picasso reinzukommen. Ich könnte mir das gar nicht angucken, weil ich natürlich nicht 12 Stunden da anstehen möchte, sondern ich gehe in den Museumsshop und habe mittlerweile festgestellt, das ist wesentlich bizarrer. Was meinst du mit bizarrer? Allein Servietten, alles wird bedeutet das iPhone-Cover, das finde ich dann wirklich, es lässt sich alles verkaufen und scheinbar wird es ja auch gekauft, sonst würde man nicht produzieren. Stehen nicht nur jetzt diese ganzen Artikel aus dem Museumsshop hier bei uns auf dem Tisch, sondern auch noch ein paar neue Arbeiten von Stefanie Senge, Arbeiten aus Holz, in die wiederum Konsumprodukte eingearbeitet sind. Und da steht drauf, folge deinem Herzen. Also gibt es ganz selten, ich meine, diese Cola gibt es nie wieder, das sage ich Ihnen, ja. Ich gebe sie extrem ungern her. Also und beim anderen, was steht da drauf? Ja, das ist 8x4 und das heißt Beauty, da steht göttlicher Duft drauf. Ich finde auch das Auge sehr schön und 8x4, die strengen sich wirklich an. Und jetzt soll doch deine Umsetzung oder so eine Inszenierung des Produktes, wird es möglich, mal auf solche Sprüche besser zu achten, die man sonst gar nicht so wirklich wahrnimmt. Und sagen, die eigentliche Bedeutung eines solchen Spruches freizulegen, auch sagen, die Dreistheit eines Unternehmens, sagen, so schwere Begriffe wie Liebe und Glück und so immer in Anspruch zu nehmen. Also auch eine Form von Enteignung vielleicht, was wir bei dir vorher besprochen haben, die du vorne mit diesem Enteignis sollen wieder die Unternehmen dessen, was sie sich bemächtigt haben. Ja, ich glaube, das Künstler oder die Kunst ist stärker wie die Wirtschaft. Das ist eigentlich ein tolles Schlusswort, oder? Ja, ganz kurz, interessant ist auch die Frage, was darf man heutzutage? Also zum Beispiel, ich finde das Copyright, das Trademark, das Branding, wie die Firmen, auch McDonalds als Beispiel, das hier fehlt, aber Coca-Cola, wie einfach jetzt mal der Slogan, ich liebe es, geschützt wird, das Magenta ist von der Telekom besetzt, Gelb von der Post etc., das hast du 1000 Millionen Beispiele, die man selber nicht mehr verwenden darf. Und das Gleiche hast du zum Beispiel, wenn ich jetzt Sachen übermale, es gab bis jetzt noch keine Ärger, aber es gibt definitiv Beispiele, was das geistige Eigentum betrifft, wo zum Beispiel Louis Vuitton Schadensersatzklagen anstrengt und die gehen dann in 200.000 Euro oder Dollar. McDonalds sowieso. Und das ist die Frage, was wird alles noch in Schlag genommen wo enden wir dann irgendwann? Oder für was müssen wir noch alles ziehen? Weil wir zum Glück in Deutschland die Freiheit der Kunst im Grundgesetz gesichert haben. Also hier sind die Rechte der Künstler schon größer als in vielen anderen Ländern. Ja, gerade darauf sollte man sich auch wieder mal bekennen oder herkennen. Diese Rechte, ja. Uns geht es ja so gut, uns geht es ja allen so unglaublich gut und das sollten wir lieber auch mal wertschätzen und das, was wir haben, auch würdigen und schauen, dass wir es erhalten. Das finde ich eigentlich das Allerwichtigste.